Leute da draußen, wir befinden uns gerade in der Corona-Zeit. Deswegen ist heute alles ein bisschen anders. An meiner Seite fehlt der Manuel und vor der Kamera steht er auch nicht. Da stehen meine zwei Kinder. Wenn ihr das sehen könnt, das wäre das mega. Die eine hält das Handy in der Hand zum Filmen und der Bub hält das Mikrofon. Und deswegen ist heute einfach alles ein bisschen anders. Aber in Zeiten der Corona habt ihr wahrscheinlich festgestellt, ihr wolltet vielleicht ein Brot backen, einen Kuchen machen oder sonst irgendwas und braucht verdammt normal Hefe. Und Hefe gibt es gerade nicht, das ist das Problem. Aber das sollte kein Problem für uns sein. Wir machen uns unsere Hefe nämlich selber. Ich habe zwei Möglichkeiten für euch und die werde ich euch jetzt zeigen. Wir machen einmal eine Bierhefe und einmal eine Kartoffelhefe. Und welche Zutaten wir hierfür brauchen, die stehen auf dem Tisch. Für unsere Bierhefe brauchen wir hier 100 ml Weißbier. Wir nehmen hier alkoholfreies Weißbier, weil wir wollen ja noch was backen und die Kinder wollen eventuell noch mit essen. Von daher nehmen wir hier alkoholfreies Weißbier und gehen auf Nummer sicher. Dann brauchen wir noch einen Teelöffel Zucker und einen Esslöffel Mehl. Und jetzt nehmen wir unsere Zutaten für unsere Bierhefe und werden die einfach zusammenmischen. Dazu nehmen wir unser Mehl. Dann nehmen wir unseren Zucker und kippen den auch einfach rein. Und jetzt kommt der schwerste Part. Jetzt nehmen wir unseren Löffel. Und das war's auch schon mit der Bierhefe. Das Coole ist an der Bierhefe, ihr müsst die eigentlich nur am Vortag einmal fertig rühren. Dann stellt ihr eure Bierhefe an einem warmen Ort mit etwa 25 Grad. Einfach abends an der Heizung stellen, das passt dann schon. Und am nächsten Tag ist die schon so weit, dass ihr die wirklich als Triebmittel nehmen könnt. Und jetzt kommen wir zu unserer Kartoffelhefe. Und für unsere Kartoffelhefe brauchen wir einfach zwei mittelgroße Kartoffeln. Die haben wir schon weich gekocht. Eine Kartoffel habe ich dann schon vorgerieben. Die andere Kartoffel reibe ich jetzt dann gleich noch. Dann brauchen wir dazu noch einen Esslöffel Bier. Hier haben wir auch dieses Weißbier, alkoholfreie Weißbier genommen. Und 15 Gramm Zucker. Eine Kartoffel habe ich schon einmal geschält und dann gerieben. Das machen wir mit der zweiten Kartoffel jetzt genauso. Und jetzt haben wir jetzt hier einfach nur den Brei von zwei weichgekochten Kartoffeln und darin füllen wir halt jetzt unsere 15 Gramm Zucker. Die kommen dann einfach mit rein und der eine Esslöffel Bier. Und jetzt wird das Ganze richtig zermanscht, dass da ein richtig schöner Brei entsteht. Und das Schöne ist, den müsst ihr einfach, da müsst ihr gar nichts weiter machen, den lasst ihr einfach nur stehen und vor sich hintreiben. Und es dauert ungefähr, na gut, bei dem dauert es jetzt ein bisschen länger, 4 bis 5 Tage an einem warmen Ort abgedeckt stehen lassen und dann könnt ihr den wunderbar als Triebmittel benutzen. Und das war's auch schon. Jetzt haben wir euch, oder jetzt habe ich euch heute leider alleine heute zwei Möglichkeiten gezeigt, wie ihr selber Hefe herstellen könnt. Also es ist wirklich kein Hexenwerk, geht total mega schnell, wenn ihr Hefe braucht, die ihr relativ schnell braucht, also am besten nächsten Tag oder so, dann nimmt ihr wirklich die Bierhefe. Wenn ihr ein bisschen voraus plant, dann macht ihr die Kartoffelhefe. Also bleibt dran, wenn es wieder heißt MG Barbecue.